verehrte Damen und Herren. Ja, die Regierungsparteien, auch mein Vorredner von der ÖVP, sie können es drehen und wenden, wie sie wollen. Die Aufarbeitung kommt sowieso, ob sie dem Untersuchungsausschuss zustimmen oder nicht. Blicken Sie nach Deutschland, England, USA, was da alles aufbricht. Sie können sich blind und taub stellen, es wird alles aufkommen. Wir müssen wissen, was waren wirklich die Entscheidungsgrundlagen für diese desaströsen Fehlentscheidungen mit den unglaublichen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Wir brauchen die Entscheidungsgrundlagen für die Ausgangssperren, für die Kontaktverbote, für die Maskenpflichten, für den Impfdruck, für die Impfpflichten, für die Testpflichten. Wir müssen die Beschaffungsvorgänge durchleuchten. Wer hat was nach welchen Kriterien bekommen? Wir müssen bemessen die Repressalien gegen die Maßnahmenkritiker. Wir müssen die ganzen Krisenstäbe, Gremien und so weiter durchleuchten. Welche Verbindungen gibt es zur Pharma? Was sind die Personen nachher vielleicht geworden als Belohnung? Wir müssen uns die Zensur und Meinungsmanipulation anschauen und natürlich auch das Ausschütten des österreichischen Steuergeldes in Milliardenhöhe. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, das ist die mediale Berichterstattung. Wie kam es zu dieser, nicht nur im Ausland, sondern auch hier in Österreich, ein besonders aussagekräftiges Beispiel aus meinem Heimatbundesland Oberösterreich. Im November 2021 der Impfdruck stieg zu seinem Höhepunkt auf, sozusagen kurz vor der Verkündung der Impfpflicht. Es gab eine Schockmeldung nach der anderen. Und dann kam es am 17. November 2021 zu der Meldung in ganz Oberösterreich. Die oberösterreichischen Spitäler sind fest im Griff der vierten Corona-Welle. In einer Nacht von 16. auf 17. November, es gab so viele Todesfälle, dass man die Leichen wegen Überfüllung im Krankenhaus am Gang stapeln musste. Jetzt war ich natürlich betroffen davon als Oberösterreicherin, wollte wissen, in welchem Spital, wo war das? Ich konnte es nicht verifizieren. Da hat angeblich eine Pflegekraft ein Interview gegeben, mitsamt Horrorschilderungen im Krankenhausalltag. Ich kam nicht dahinter, trotz Befragung dutzender Leute, welches Spital in Oberösterreich, wo in Linz, wo war das? Niemand hat das bestätigen können. Die Verifizierung war unmöglich. Das sind Dinge, die beleuchtet werden sollen. Wie kam es zu solchen Meldungen? Mit solcher Verbreitung von Panik und Angst, was Sie da gemacht haben mit den alten Menschen und mit den Jungen, heute stellen Sie sich her, beklagen die Auswirkungen gerade auf die Jugend und Kinder der Corona-Zeit, die Sie mitverursacht haben und mit solchen Meldungen, denen Sie sich auch nicht entgegengestellt haben. Und das muss aufgeklärt werden. Wie kam es dazu? Oder wollen Sie es eben nicht wissen? Weil Sie es eh wissen, warum. Danke.